Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir über Frankreich sprechen und diese Karte kommt aus demselben Buch, das ich für mein letztes Video benutzt habe. Das war über Deutschland und heute werden wir über Frankreich sprechen. Das sind von Frankreich und die Hauptstadt ist Paris. Hier gibt es das Mittelmeer, das Golf von Biscaya und der Kanal. Und jetzt ein bisschen über die Geschichte von Frankreich. Das Gebiet zwischen Rhein, Alpen, Pyrenäen und Atlantischem Ozean gehörte von 482 bis 987 zum Fränkischen Reich. Die Karolinger regierten nach der Teilung des Fränkischen Reiches in Westfranken, das die territoriale Grundlage des späteren Frankreichs bildete. Hugo Capet setzte die Erblichkeit der Krone durch. Im 30. Jahrhundert stieg Frankreich zum ersten Macht in Europa auf, als der englische König Eduard III. Die Thronfolge der Valois anfocht, kam es zum Hundertjährigen Krieg. Religionskriege zwischen protestantischen Hugenotten und Katholiken führten im 16. Jahrhundert zum Niedergang des Landes. Im 17. Jahrhundert wurde Frankreich endgültig zur absolutistisch regierten Großmacht, die unter Sonnenkönig Ludwig XIV. Ihren Höhepunkt erreichte. Die Französische Revolution brachte in Frankreich und letztlich in ganz Europa das Bürgertum an die Macht. 1799 machte Napoleon einen Staatsstreich. 1804 krönte er sich selbst zum König. Durch seine militärischen Eroberungen geriet nach und nach fast der gesamte europäische Kontinent unter französische Vorherrschaft. 1871 wurde die Dritte Republik ausgerufen. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg kämpften Frankreich an der Seite der Alliierten an. Unter Charles de Gaulle wurde 1958 durch eine neue Verfassung, die Fünfte Republik, die Autorität der Regierung entscheidend gestärkt. Natur. Drei Landschaftstypen prägen Frankreich: Becken, Mittelgebirge und Hochgebirge. Den Kernraum des Landes bildet das Pariser Becken, hier, mit der Île-de-France und Paris. Im Südwesten liegt das Aquitänische Becken, Garonne-Becken, mit seinem Kalksteinplateau und fruchtbaren Tälern. Es sind von den Pyrenäen und dem Zentralmassiv umschlossen. Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Rhône-Saône-Senke ist vom Zentralmassiv und des Westalpen eingegrenzt. Hier und hier. Sie öffnet sich nach Süden zum Mittelmeer. Die Pyrenäen im Südwesten sind ein steiles und wenig aufgegliedertes Hochgebirge. Im Südosten hat Frankreich Anteil an den Westalpen. Hier. Den Nordwesten prägen kühle Sommer und milde Winter. Im südlichen Rhone-Graben und an der Mittelmeerküste herrscht mediterranes Klima. Die Wirtschaft. Etwa ein Drittel der Staatsfläche ist Ackerland. Frankreich ist der größte Produzent landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Europa. Von großer Bedeutung sind die Spezialkulturen, der Weinbau. Über die Hälfte der Agrarproduktion
entfällt auf die Viehzucht. Frankreich ist reich an Kohle und Eisen und Eisenerzvorkommen, deren Bedeutung jedoch gesunken ist. Gewonnen haben dagegen inländische Erdöl- und Uranvorkommen. Wichtig sind weiterhin Bauxit, Blei und Zinkerz. Die Industrie stützt sich auf Stahlerzeugung, Maschinen, Fahrzeug- und Flugzeugbau, chemische Industrie, Elektrotechnik und Elektronik, Nahrungs- und Genussmittel sowie Textil-, Leder- und Luxuswarenindustrie. Überragende Bedeutung hat auch der Fremdenverkehr. Es gibt ein paar Bilder in meinem Buch. Hier sieht man den Eiffelturm in Paris von Gustave Eiffel. Der wurde in 1889 erbaut auf dem Trocadéro hier. Und hier sieht man eine Frau in provenzalischer Tracht. Wie schön. Vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und